Moin Moin, schön, dass ihr wieder dabei seid hier bei Board Game Panther, der Brettspielkanal. Ich bin der Chris und heute habe ich wieder ein kleines Update-Video zur Spiel 21 für euch. Ja, die Spiel 21 kommt mit großen Schritten näher und wir freuen uns alle riesig. Also ich zumindest, ich hoffe ihr auch. Und ja, es gibt wieder ein paar neue Informationen, die ich nicht mit euch, ja, die ich euch nicht vorenthalten möchte, beziehungsweise falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Ich habe auch schon ein erstes Video gemacht mit ein paar Eingangsinformationen. Das verlinke ich euch hier gerne einmal. Könnt ihr auch noch mal reinschauen, falls ihr da noch die ein oder andere Info noch nicht mitbekommen habt. Und ansonsten, ja, geht es ja, der Spiel dieses Jahr wieder richtig, richtig los. Haben ja am Anfang befürchtet, dass ja viele Aussteller gar nicht hinkommen und dass das irgendwie eher so eine Halbveranstaltung wird, aber das ist nicht der Fall. Na gut, okay, ein paar große Namen sind nicht dabei und ja, das sollte die Stimmung aber nicht trüben, denn immerhin wird es über 1000 Neuheiten auf der Spiel geben und es sind 600 Aussteller aus über 41 Nationen angekündigt und die werden da sein. Und das sind großartige Neuigkeiten, also für alle, die ja irgendwie Skepsis inne hatten oder sich gefragt haben, ob da überhaupt jemand kommt und ob da überhaupt Neuheiten und gute Spiele ausgestellt werden. Ja, die sind da. Dann der nächste Info vielleicht für euch: Der Spielguide für Spiel 21 ist auch online. Bei dem Spielguide handelt es sich um eine ja, PDF-Datei, die ihr runterladen könnt auf der Spiel 21 Messe Internetseite. Das verlinke ich euch auch in der Videobeschreibung. Und dort findet ihr über 60 Seiten Neuheitenlisten und Aussteller. Und das ist auch eine sehr, sehr coole Methode, um sich vielleicht auch ein bisschen vorzubereiten. Man kann den Hallenplan auch ein bisschen studieren. Man kann sich vielleicht schon mal so einen kleinen Laufweg machen, wie man denn welche Hersteller abklappert. Vielleicht kann man sich auch schon markieren, welche Spiele man interessant findet im Vorfeld. Denn ja, meistens ist es so, dass man ja eh nicht alles schafft, wenn man da ist. Und damit kann man sich sehr, sehr gut vorbereiten. Lege ich euch ans Herz, ladet ihn euch einmal runter oder irgendwie aufs Handy oder wie auch immer, schaut es euch an und scrollt da so ein bisschen durch und macht euch heiß auf die Spiel 21. Dann auch noch vielleicht als kleine Info, der Educators Day, der wird digital stattfinden, aber es gibt wohl die Möglichkeit für ja, die Pädagogen sich irgendwie zu akkreditieren und irgendwie am Mittwoch und Donnerstag irgendwie wohl reinzukommen und Zugang zu der Neuheitenschau zu bekommen. Müsst ihr mal ein bisschen schauen, auch auf der Spielemesse, falls ihr da Interesse habt oder ihr da ja immer gegenwärtig seid. Guckt da mal rein, aber der Educators Day an sich findet nur digital statt. Das ist auf jeden Fall gesetzt. Dann wurden die Inno-Spiel-Nominierten bekannt gegeben. Also letztes Jahr war das ja Team 3, Root und ich glaube Palm Island. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon, die dort nominiert worden sind. Auch dieses Jahr gibt es wieder drei Nominierte. Blende ich euch hier einmal ein. Ich bin gespannt, wer den Inno-Spielpreis dieses Jahr erhält. Ja, gucken wir mal. Dann vielleicht auch als kleine Info für euch. Die Spiel-Digital-Seite ist nun online und auch aktualisiert. Das heißt, auch für diejenigen von euch, die nicht zur Spiel fahren können oder nur kurz auf der Spiel sein können und den Rest der Spiel digital verbringen möchten, ihr könnt jetzt auch schon erste Neuheiten euch, ja, und Neuheitenlisten auf der Spiel-Digital-Seite anschauen. Das wird natürlich auch weiterhin aktualisiert. Schaut auf jeden Fall auch auf der Spiel-Digital-Seite rein. Werde ich euch auch noch mal hier unten in der Videobeschreibung verlinken, dann könnt ihr auch digital an der Spiel teilnehmen. Wie gesagt, die Seite wurde jetzt einmal geupdatet und ja, hoffentlich funktioniert sie dieses Jahr auch so, wie sie soll. Letztes Jahr war das ja, ja, sagen wir mal, so ein kleiner Beta-Test, würde ich sagen. Und dann vielleicht, ja, habe ich auch gelesen, ganz oft im Internet, es gibt wohl auch ein paar Verlage noch, die ja, Spieleerklärer suchen. Also wenn ihr da auch Interesse habt, ihr müsst mal ein bisschen im Internet forsten, irgendwie vielleicht auf den einzelnen Social Media Seiten der einzelnen Verlage, ob ihr da irgendwelche Aufrufe findet. Ich habe aber auch auf der
der Spielmesse Facebook-Seite zum Beispiel. Die haben auch einen Beitrag verlinkt, wo Spielerklärer gesucht werden. Wenn ihr da Interesse habt, könnt ihr ja sicherlich irgendwie einmal schauen, ob das irgendwie möglich ist und ob ihr da einen Verlag findet, bei dem ihr das machen könnt. Ist bestimmt eine coole Sache. Ich habe auch einmal auf der Spiel gearbeitet, bei einem Stand allerdings. Und es war auch eine sehr, sehr coole Sache. Hat irgendwie auf jeden Fall auch Spaß gemacht. Und man erlebt die Spiel da nochmal auch von einer ganz anderen Seite. Schaut euch mal ein bisschen um. Ich denke schon, dass es da irgendwo Möglichkeiten gibt, wenn euch das interessiert. Und ja, zu guter Letzt vielleicht auch nochmal, ich gehe natürlich auch zu Spiel dieses Jahr. Ich bin am Donnerstag bis Samstag da und ich gehe natürlich nicht nur zu Spiel, um die mega coolen Spiele alle auszuprobieren, sondern auch um ein bisschen zu socializen. Auf der einen Seite freue ich mich natürlich, auch viele von meinen YouTuber- und Blogger-Kollegen und Instagramer-Kollegen zu treffen, die ich ja eigentlich alle gar nicht noch nie live gesehen habe, aufgrund von Corona und auch aufgrund dessen, dass ich das auch noch nicht so ewig mache hier mit YouTube und Instagram. Und zum anderen möchte ich natürlich euch auch irgendwie treffen und euch die Möglichkeit geben, vielleicht mal ins Gespräch zu kommen mit untereinander und vielleicht können wir uns auch austauschen mal. Vielleicht habt ihr einen Geheimtipp und könnt mir sagen, wo auf welchen Stand ich nochmal hingehen soll und so. Also ja, sagt ruhig Bescheid, wenn ihr mich seht, sprecht mich ruhig an. Dann können wir uns mal irgendwie kurz austauschen. Würde mich auf jeden Fall freuen, den einen oder anderen von euch dort zu sehen und ja, kurzen Plausch zu halten. Und ja, wie gesagt, Donnerstag bis Samstag werde ich irgendwo auf der Messe rumfleuchen und die einzelnen Spiele und Stände begutachten. Und ja, das war's zu diesem kurzen Update-Video. Ich hoffe, ja, wie immer, ihr gebt mir einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst ein Abo da. Und ansonsten schaut gerne noch eins meiner weiteren Videos. Ich habe hier zwei Vorschläge für euch. Der YouTube-Algorithmus, der euch ein ganz, ganz tolles Spiel vorschlägt. Kann nur gut sein. Video vorschlägt, kann nur gut sein. Und hier unten habe ich noch das neue Brettspielforum-Video, was ich jetzt kürzlich veröffentlicht habe. Auch sehr, sehr interessant. Da geht es auch um Neuheiten aus der, ja, zu Spiel 21. Schaut mal rein. Und ansonsten spielt ordentlich, bleibt gesund und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis bald. Ciao, ciao.